Der echte Grund, warum Dumbledore den verfluchten Ring der Familie Gaunt anlegte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, warum Albus Dumbledore, einer der berühmtesten und außergewöhnlichsten Zauberer seiner Zeit, einen verfluchten Ring anlegte, der schließlich zu seinem Tod führen sollte. Beginnen wir zuerst mit Dumbledores Behauptungen darüber, wie er den Ring schließlich anlegte. Er fand ihn im Stammsitz der Familie Gaunt in der Nähe von Little Hangleton. Der Ring gehörte Marvolo Gaunt, einem reinblütigen Zauberer, Nachkomme von Salazar Slytherin, dessen Familie ein Mitglied der Heiligen 28 war, der Familie Gaunt. Dumbledore war natürlich auf der Jagd nach Horcruxen und als er diesen einen sah, sagte er, er wisse sofort, dass er in dem Ring das Heiligtum des Todes gefunden habe, nachdem er sich immer am meisten gesehnt hatte, den Stein der Auferstehung. Natürlich wusste Dumbledore auch zweifelsohne, dass der Ring verflucht war, da er wusste, dass er von Voldemort in einen Horcrux verwandelt worden war. Er behauptete jedoch auch, dass er in seiner Aufregung darüber, den Stein endlich gefunden zu haben, ganz vergessen hatte, dass es sich um einen äußerst gefährlichen Gegenstand handelte. Dies erklärte er Harry nach dessen Tod, während die beiden sich in der Vorhölle wieder trafen. Nach einer weiteren kurzen Pause sagte Harry: „Du hast versucht, den Stein der Auferstehung zu benutzen, oder?" Dumbledore nickte. Als ich ihn nach all den Jahren entdeckte, vergraben in dem verlassenen Haus der Gaunts, das Heiligtum, nach dem ich mich am meisten gesehnt hatte, obwohl ich es in meiner Jugend aus ganz anderen Gründen gewollt hatte, verlor ich meinen Kopf, Harry. Ich hatte ganz vergessen, dass er jetzt ein Horcrux war und dass der Ring mit Sicherheit einen Fluch tragen würde. Ich nahm ihn in die Hand und steckte ihn an, und eine Sekunde lang stellte ich mir vor, dass ich gleich Ariana, meine Mutter und meinen Vater sehen würde und ihnen sagen könnte, dass es mir sehr, sehr leid tut. Also mal ganz ehrlich, sollen wir wirklich glauben, dass einer der größten Zauberer aller Zeiten einfach den Kopf verlor und dummerweise einen verfluchten Ring anlegte, was zu seinem Tod führen sollte? Das passt einfach nicht so sehr zu Dumbledore, finde ich. Wie konnte Dumbledore wirklich so sehr den Verstand verlieren, sich einfach den Ring an den Finger zu stecken? Ich meine, ich könnte verstehen, dass man sich selbst vergisst, wenn man den Gegenstand sieht, nachdem man sein ganzes Leben lang gesucht hat, was für Dumbledore zugegebenermaßen eine ziemlich lange Zeit war. Aber ihn zu sehen, ihn in die Hand zu nehmen und dann auch noch anzustecken, ich verstehe einfach nicht, wie er so außer sich sein konnte. Ich denke, dieser Punkt wird durch die Erinnerungen, die Snape mit Harry teilt, noch deutlicher vor seinem Tod. Besonders in der Szene, in der Severus Dumbledore hilft, die Auswirkungen des Ringfluchs zu stoppen. „Warum haben Sie diesen Ring angelegt?“, sagte Snape. „Er ist mit einem Fluch belegt, das ist Ihnen doch sicher klar. Warum haben Sie ihn überhaupt angefasst?“ Der Ring von Marvolo Gaunt lag auf dem Schreibtisch von Dumbledore. Er war zerbrochen, das Schwert von Godric Gryffindor lag daneben. „Wenn Sie mich nur etwas früher gerufen hätten, hätte ich vielleicht mehr tun können, Ihnen mehr Zeit verschaffen können“, sagte Snape wütend. „Warum hat Dumbledore ihn nicht früher herbeigerufen? Ich denke, man könnte argumentieren, dass er durch die Wirkung des verfluchten Rings verwirrt war. Er hatte Schmerzen und war nicht in der Lage zu erkennen, was er tun musste, um sich selbst zu retten.“ Aber wie gesagt, Dumbledore war ein außergewöhnlicher Zauberer, einer, der in der Lage war, Gellert Grindelwald zu besiegen, und er war auf dem besten Weg, die Quelle der dunklen Magie hinter Voldemorts Unsterblichkeit zu untergraben. Er war über alle Maßen mächtig, er war intelligent, er hätte sicher bemerkt, dass er Hilfe brauchte. Und nun gut, vielleicht wollte er nicht, dass Severus erfährt, dass der Ring ein Horcrux ist, also musste er ihn mit dem Schwert von Godric Gryffindor vorher zerstören. Aber das zeigt auch nur, dass er geistig gesund war, um seinen Plan auszuführen, nachdem er den Ring angelegt hatte und vom Fluch betroffen war. Die Frage bleibt also weiterhin bestehen: Wenn Dumbledore wusste, was er tat, als er den Horcrux anlegte und die Wirkung gerade lange genug einwirken ließ, um schließlich zu seinem Tod zu führen, warum hat er dann diesen doofen Ring angelegt? Man könnte argumentieren, dass er es getan hat, um Draco Malfoys Leben zu retten und Snape weiter in Lord Voldemorts inneren Kreis der Todesser zu drängen. Schließlich ist es eines der ersten Dinge, die er zu Severus sagt, nachdem er zugegeben hat, dass die Auswirkungen des Fluchs unheilbar sind. Aber meiner Meinung nach ist das ein zu geringer Gewinn, um sein eigenes Leben zu opfern. Also nichts gegen Draco und Severus, aber naja. Und das bringt uns alles zu der eigentlichen Theorie, die ich dazu gefunden habe, warum Dumbledore den Ring von Marvolo Gaunt wirklich anlegte. Diese Theorie besagt, dass er nach all den Jahren den Verlust seiner Eltern und seiner Schwester beklagt und sich schrecklich schuldig gefühlt hat für die Rolle, die er bei ihrem Tod spielte. Er war bereit, selbst dem Tod ins Auge zu sehen und sich ihnen im Jenseits anzuschließen, um Wiedergutmachung zu leisten.
Natürlich konnte Dumbledore nicht für den Tod seines Vaters Percival Dumbledore verantwortlich gemacht werden, aber er fühlte sich trotzdem schuldig für seine Familie. Dumbledores Familie hatte mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Sein Vater Percival wurde nach einem Vorfall, bei dem er 3 Muggel, also Nichtmagier, angegriffen hatte, ins Gefängnis geschickt. Dies führte zu einer Belastung für die Familie und zu einer gewissen Isolation. Ariana Dumbledores Schicksal. Dumbledores Schwester Ariana erlitt als Kind ein traumatisches Ereignis, das zu psychischen und emotionalen Problemen führte. Ariana war magisch begabt, aber ihre Kräfte waren unkontrollierbar. Dies führte dazu, dass sie von der Außenwelt abgeschirmt wurde, was eine große Herausforderung für die Familie darstellte. Es wird vermutet, dass Ariana ein Obscurial war, wie Credence aus den Fantastischen Tierwesen-Filmen. Ein Obscurial ist eine dunkle, zerstörerische Energie, die sich bildet, wenn ein junger Zauberer oder eine junge Hexe ihre magischen Fähigkeiten unterdrückt oder unterdrückt wird. Ein Obscurial entwickelt sich, wenn ein junger Magier seine magischen Kräfte ablehnt oder unterdrückt, oft aufgrund von Missbrauch, Unterdrückung oder dem Versuch, seine wahre Natur zu verbergen. Diese Unterdrückung führt dazu, dass die magische Energie in ihn zu einem Obscurial wird, eine Art dunklem parasitären Wesen, die den Körper umgibt und sich von seinen negativen Emotionen und Unterdrückungen ernährt. Deswegen musste Ariana zu Hause gehalten werden, da sie die Außenwelt gefährdete und die Außenwelt auch sie. Dumbledore hatte in seiner Jugend eine enge Freundschaft zu Gellert Grindelwald, der später zu einem gefährlichen dunklen Zauberer wurde. Durch die Verbindung zu Grindelwald kam es zu Streitereien innerhalb der Familie Dumbledore. Albus und sein Bruder Aberforth stritten sich, denn Aberforth stellte Grindelwalds und Albus ganzen Plan in Frage. Er schrie rum und bat sie, das abzubrechen. Grindelwald wurde wütend und begab sich in einen Kampf mit Aberforth. Er wandte den Folterfluch an Aberforth an und das konnte Albus natürlich gar nicht leiden und ging dazwischen. Sie fing daraufhin alle an, sich zu duellieren und die Zaubersprüche schossen wild herum zwischen den dreien. Leider traf einer dieser Zauber die kleine Schwester von Albus und Aberforth Dumbledore. Niemand weiß genau, von wem der Zauber kam, der seine Schwester Ariana traf. Allerdings machte sich Albus Dumbledore sein ganzes Leben lang selber verantwortlich für diesen Unfall, bei dem seine kleine Schwester Ariana ums Leben kam. Eventuell beschloss Dumbledore deswegen, den Ring anzulegen, weil er wieder Gutmachung leisten wollte für das, was er getan hatte. Das Schuldigfühlen und das Unvorsichtigsein sind meiner Meinung nach auch die wahrscheinlichsten Gründe, die ich dazu entdecken konnte. Aber viel wichtiger ist, was denkst du darüber? War Dumbledore einfach unvorsichtig oder gab es einen anderen Grund, warum er den Ring anlegte? Schreib es mir gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.